cool wäre. Oder ob er nur das Zeug rausräumt und abhängt. Ja, ich gestalte die dann auch ein bisschen. Dabei könnten ja auch die Leute zuschauen, wenn sie unbedingt möchten. Mir alles egal. Nee, was ich sagen wollte, für den Flur, den Hi, Schrank, Silex. den Schrank im Flur, den schmeiße ich erstmal raus. Also ich Ja. tue den erstmal raus und mache den dann später oben in den Flur, wenn ich den Fußboden gemacht habe. Weil der. Ja, ich rede gerade, Du hast chillen. gestern Person 2 kennengelernt, brauchst du nur einen Ofen. Silex, völlig egal, was du hier im Stream hörst. Normalerweise male ich hier. Nur jetzt frühstücke ich. Ansonsten bin ich voll fleißig und so. Würde mich niemals von meiner Arbeit drücken. Ich will hier für den Flur will ich so eine Holzwand machen mit so einer Holzvertäfelung, wo jedes Brett anders da ist. Damit es dahinter lustig schimmeln kann. Was schimmelt da? Warum sollte das denn schimmeln, du Schimmel? Nein, Lüge, natürlich ist es so. Ich habe heute Morgen trotz Sonntag und dieser komischen Frisur schon gearbeitet. Mann. Ich muss auf Insta heute Werbung für Lascana und diese Volane-Art-Werbung machen. Volane-Art-Werbung? Warum schreien die Kinder wie eine Katze? Die haben sich gegenseitig sozialisiert. Wir haben ja 4 Kinder und 4 Katzen. Die schlafen auch alle auf dem gleichen Kissen. Das ist überhaupt kein Futter-Channel mit 5% Zeichenanteil. Wow. Ich war auf Baustelle bis 2 Uhr, fühle dich. Bist du Bauarbeiter? Ich finde Bauarbeiter unglaublich sexy. Das ist, glaube ich, so ein Daddy-Ding. Ich hoffe nicht auf dem vollgepinkelten Kissen. Natürlich, Strafe muss sein. Ja, du kriegst auch Essen, du musst mich aber hier durchlassen. Dankeschön, Was Dankeschön. machst du für E-Sport? Ich habe da nie eine Vorstellung von. Ich pinkel auch auf alle und was? Und pinkeln die auch alle auf dasselbe Kissen, die armen Katzen? Ja, natürlich. Also sie haben natürlich Nachteile gegenüber den Jungs. Die können natürlich viel zielgerichteter und so. Dann schicke ich dir mal Brudi, der ist ein richtig sexy geschwitzter Bauarbeiter, ey. Sowas mag ich. Wenn Männer so ein bisschen körperlich arbeiten, ne? Der Sötschi, der war ja früher Gebäudereiniger. Boah, wenn der sich sein Lederläppchen über den Rücken schwingt, finde ich auch richtig gut. Schwingt. Schwingt. 20 Sekunden im Stream, schon das Schmunzeln im Gesicht, bist eine gute Streamerin. Und danke, ich schwöre, du bist die einzige Person hier in dem Stream, die das behauptet. Du musst entweder mir schwören, dass du bei dieser Aussage bleibst oder ganz schnell gehen, damit ich bei dieser Aussage bleiben kann. Das lächelt schnell nach. Hallo! Dovi, moin Jens. Kann jemand mal den Dovi timeouten? Bleib dabei, okay, gut. Hab ja nochmal Glück gehabt. Ist definitiv kein Bug. Nein, nein, nein. Wisst ihr eigentlich gerade, wie professionell ich unterdrückt habe, dass ich mir auf die Zunge gebissen habe? Guck, hier kullert sogar ein Tränchen. Aber professionell habe ich diesen Schmerz einfach geschluckt, um mich mit meinem Leid zu bekümmern. Aber jetzt muss ich mir das Tränchen abwischen. Mimimi. Ihr Spastis. Ja, es könnte auch sein, dass ich einfach gegähnt habe. Kennt ihr dieses innerliche Gähnen? Das hatte ich früher immer bei Vorstellungsgesprächen. Es war wundervoll, wenn die dann irgendwas erzählt haben. Ja, Frau Volane, Sie würden dann hier als leitende Sekretärin in der Schule und da, das ist dann unter Ihnen, das haben Sie zu tun. Du sitzt nur da und langweilst dich zu Tode, weil diese fette Made da vorne dir erzählt, was du irgendwann zu tun hast und es dreht sich eigentlich alles nur um Tippen und Bleistifte. Und dann fängst du so innerlich an zu gähnen.